some labels to put on to this thing we keep and dip into when we need. And I don't have the right to ask where you go at night, but the waves hit my head to think someone's in your bed. Showmesse. Das ist das Motto der Apropos Pferd in der Arena Nova in Wiener Neustadt. Die Fachmesse feiert ihr 25-jähriges Jubiläum. Sie ist für Pferdefreunde, Fachleute und Reiter ein fixer Termin im Kalender. Ich glaube, das Besondere an unserer Messe ist, dass es sehr, sehr familiär ist. Sowohl die Reiter als auch die Besucher als auch die Aussteller sind alle schon sehr viele Jahre bei uns. Wir kennen uns alle. Es ist eigentlich immer ein Fest für, ja, einmal im Jahr trifft man sich und zelebriert sozusagen die Apropos Pferd in sehr freundschaftlicher Atmosphäre. Und ich glaube, das ist das Besondere an der Apropos Pferd. Shoppen, informieren, zuschauen. Diese Aspekte schätzen die mehr als 30.000 Besucher. Früh übt sich, wer mal ein großer Reiter werden will. Die Führzügelklasse ist ein optimaler Beginn einer möglichen großen Reitkarriere. Auch die Schülerinnen des Sportleistungszentrums St. Pölten haben die Möglichkeit, sich vor großem Publikum zu präsentieren. Es ist eine ganz andere Stimmung. Das hat man auf keinem anderen Turnier. Und es ist auch eine sehr gute Übung. Und ein wunderschönes Gefühl, wenn dann alle applaudieren und du da einfach geritten bist. Neue rasante Ballsportarten mit dem Pferd werden den Besuchern vorgestellt. La Cora ist eine junge, dynamische Ballsportart zu Pferd, gespielt mit 3 bis 4 Spielern pro Mannschaft, je nachdem, wie lang das Spielfeld ist. Und ein wesentliches Element sind unsere pneumatischen Tore, die wir hier im Spielfeld stehen haben, mit einer Sicherheitsauslaufzone dahinter, wo die Pferde, wenn sie im rasanten Galopptempo kommen, dann noch genügend Zeit haben, auszulaufen, damit es nicht zu Tumulten vor dem Tor kommt, weil es kann dann schon zu hitzigen Ballgefechten kommen. Und ja, es macht einfach Spaß mit unseren Pferden und ja. Hui! Netz, Netz, Druck, 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 Druck! Das ist schon ein bisschen mehr Schmuck jetzt. Hannes! Spaß macht auch der Polosport, welcher sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Wenn man einmal angefangen hat, dann kommt man nicht mehr los. Diese Verbindung mit dem Tier, mit dem Menschen, mit dem Tor, mit dem Adrenalin. Es geht nicht um Schönreiten, es geht um Tore. Jeder versteht das Spiel nach kurzer Zeit. Und die Tiere, die Polo-Ponys sind ein Wahnsinn. Also liebenswert. Das internationale Springturnier ist seit 19 Jahren ein fixer Bestandteil und wird von der Familie Rösch organisiert. Es bedarf einer sehr langen Vorbereitungszeit, weil so ein Turnier trägt sich nicht von alleine. Ja, es ist notwendig, dass Sponsoren im Hintergrund sind, die das Turnier weiterbringen, dass wir als Veranstalter auch die Möglichkeit haben, diese Turniere zu entwickeln. Ich denke, dass wir den Rahmen hier in der Apropos Pferd, im Rahmen der Apropos Pferd, hier in der Arena Nova mit Sicherheit haben. Ja, die Leute kommen sehr gern her, die Reiter sind gern hier, die Ränge sind voll. Das ist in Österreich etwas Besonderes, das muss man auf alle Fälle so sagen. Und die Organisation, wie gesagt, zieht sich über ein Jahr in etwa, um die Sponsoren zu lukrieren, um das Team zusammenzustellen, die Funktionäre zusammenzustellen. Und das ist dementsprechend aufwendig. Das CSI Wiener Neustadt ist für die meisten heimischen Springreiter der Auftakt zur Hallensaison. So auch für die österreichische Staatsmeisterin 2016, Isabelle Roman Karajan, die sehr beeindruckt von der Kulisse ist. Ist großartig in dieser Arena. Es ist so wunderbar organisiert. Also ich kann das wirklich nur
es ist ein Glück. Man kriegt so ein bisschen so mit, was es heißen kann, wirklich bei den ganz großen Leuten mitzureiten. Versuchen mitzureiten. Begeistert ist auch ihr Trainer, der gebürtige Deutsche Jürgen Krakow. Das freut mich natürlich, obwohl das eines meiner liebsten Turniere hier ist. Also hier bin ich auch eingebürgert worden vor 10 Jahren. Das ist für mich immer eine total schöne Erinnerung und das erste Mal, dass ich hier aus Termingründen nicht reiten kann. Aber schön, dass Isabel hier reitet und auch erfolgreich reitet, ist natürlich sehr schön für mich. Höhepunkt des internationalen Springturniers ist der große Preis des Landes Niederösterreich. 15 Hindernisse mit einer Höhe von bis zu 1,45 Meter gilt es zu überwinden. Nach der Freiluftsaison eine nicht allzu leichte Aufgabe. Generell da in der Halle, wo so wenig Platz ist, eigentlich zum Anfang der Hallensaison gleich mal die kleinste Halle, die wir kriegen. Immer schwierig und immer sehr wenig Platz und es kommt, folgt alles schnell hintereinander. Also schon eine Aufgabe. Da drängen sie doch ein bisschen von der Bande rein. Die Leute sind sehr nahe dran, alles ist laut. Sie gehen nicht so gern an die Seiten ran. Das macht es ein bisschen schwieriger. Aber so ist es mal und diese Abwechslung macht es auch aus. Ich glaube, dass der Parcours jetzt am ersten Blick schon sehr selektiv ist, also sehr diffizil ist. Und ich glaube, wir werden nicht allzu viel Teilnehmer im Stechen haben heute. Diffizil ist für so manches Pferd der Einritt. Doch damit hat der holländische Wallach-VIP von Christian Schranz kein Problem. Auch nicht mit dem Parcours gebaut von Peter Schumacher. Die beiden bleiben fehlerfrei. Alle 0-Fehler-Ritte oder die besten 10 schaffen es in die zweite Runde. So auch Dieter Köfler mit Azkaban. Die Staatsmeisterin 2016, Isabel Roman-Karajan. Sie kommt aus einer Familie, die man nicht mit dem Sport verbindet. Ihr Vater war der große Dirigent Herbert von Karajan. Von klein auf ist Isabel pferdebegeistert und hat sogar heimlich Reitunterricht genommen. Isabel Roman-Karajan ist Schauspielerin und trainiert in Salzburg bei Jürgen Krakow. Leider ein Stopp von Ratina. Sie ist zu dicht an den Steilsprung gekommen. Ein Sturz ist die Folge. Doch es ist nichts passiert. Ihn braucht man nicht näher zu erklären, Hugo Simon. Er absolviert mit CT den ersten Umwelt fehlerfrei, doch er ist etwas zu langsam. Mit einem Strafzeitpunkt ist er auch in der zweiten Runde. Alle 0-Fehler-Ritte bzw. die besten 10 kommen in die zweite Runde. Diese 10 haben es geschafft. Der Parcours in der zweiten Runde ist kürzer. Nur mehr 8 Hindernisse sind zu überwinden. Die erlaubte Zeit beträgt 45 Sekunden. Der Beginn macht der Steirer Rainer Zöger mit dem 13-jährigen belgischen Warmblut Dubai de Rêve. Er nimmt 4 Fehlerpunkte aus dem ersten Umlauf mit. Zöger entscheidet sich für den kurzen Weg zwischen den Hindernissen. Nicht einfach für das Pferd, da es immer den nächsten Sprung taxiert. Ein Hinterhandfehler beim Ochser und es bleibt bei insgesamt 8 Fehlerpunkten für Rainer Zöger und Dubai de Rêve. Die Halle ist wie immer beim großen Preis bis zum letzten Platz besetzt.
Ebenfalls vier Fehler aus der ersten Runde nimmt Joe Vreeling mit seinem 10-jährigen holländischen Wallach Carrara VDL mit. Der Niederländer hat 2012 in London Olympia Teamgold geholt und er ist amtierender Teamwelt- und Europameister. Vreeling ist schon seit Jahren Stammgast beim CSI Wiener Neustadt. Vreeling spielt all seine Klasse aus, bleibt null und hat eine schnelle Zeit. Auf seinem Konto bleiben die 4 Punkte aus dem ersten Umlauf. Der nächste Österreicher ist Markus Sauro. Er und sein 13-jähriger Holsteiner Texas sind ein eingespieltes, erfolgreiches Paar. Der Steirer nimmt ebenfalls 4 Fehler aus der ersten Runde mit. Die Stange am ersten Sprung beim Steilsprung wackelt, bleibt aber liegen. Doch bei Hindernis 2 dem Ochser ein Abwurf. Noch eine Stange fällt beim Einsprung in die Kombination. Insgesamt 12 Fehlerpunkte für Markus Sauruck und Texas. Markus Sauruck, Texas, 8 Punkte, insgesamt damit 12 Punkte, 41,16 Sekunden. 10 Penalties in the second round, in total 12 Penalties, 41,16 Sekunden. Drehbuchs, Akorada und Andreas Brenner. Der nächste, der es in die zweite Runde geschafft hat, ist Andreas Brenner aus Deutschland mit seinem 13-jährigen Holsteiner Trebox Accorada. Auch sie verbuchen 4 Fehlerpunkte aus der ersten Runde auf ihr Konto. Andreas Brenner ist in Bayern beheimatet und ist mehrfacher Nationenpreisreiter. Ein Hinterhandfehler beim vorletzten Sprung, dem Alpenspann-Ochser. Insgesamt 8 Fehlerpunkte für Andreas Brenner und Trebox Accorada. Immer wieder eine Freude für das Publikum. Hugo Simon mit seinem 12-jährigen Holsteiner CT von Casal. Die beiden waren in der ersten Runde null, aber etwas zu langsam, deshalb ein Zeitfehler.
Mit 74 Jahren ist Hugo Simon noch immer souverän und ehrgeizig im Sattel unterwegs. Simon bestreitet nicht mehr so viele Turniere, tritt schon ein bisschen leiser, aber an Aufgabe des Turniersports ist noch lange nicht zu denken. Auch in der zweiten Runde erlaubt sich das Paar keinen Fehler. Nur der Zeitstrafpunkt bleibt auf dem Konto. Fehlerfrei in den zweiten Umlauf gehen der Deutsche Lawrence Green und Arrivederci. Mit dem 15-jährigen Hengst konnte Green schon große Erfolge feiern. Er gewann unter anderem den Großen Preis von Bayern und war erfolgreich im Nationenpreis. Lawrence Green ist in Bayern beheimatet. Und auch in der zweiten Runde zeigen sich die beiden souverän. Keine Stange fällt, die beiden gehen in Führung. VIP Christian Schranz, Österreich. Null Fehler haben auch Christian Schranz und VIP. Schon beim ersten Hindernis ein Abwurf. Der nächste Abwurf beim Steilsprung. Und gleich der nächste Fehler beim Einsprung in die Kombination. Der zweite Umlauf ist nicht der Parcours von dem Niederösterreicher und seinem holländischen Wallach. Insgesamt drei Abwürfe für Christian Schranz und VIP. Das sind 12 Fehler auf der 44,8. 2 Sekunden Christian Schranz und VIP. 12 Hand ist voll von 0,82%. Das von Quintella und Jaroslav Skrzynski, Polen. Jaroslav Skrzynski mit der 8-jährigen Stute Quintella. Auch sie nehmen 4 Fehlerpunkte aus dem ersten Umlauf mit. Der Pole ist mehrfacher Nationenpreisreiter und hat Anfang des Jahres am Weltcup-Finale in Göteborg teilgenommen.
Er entscheidet sich für den längeren Weg zum Ochser. Aber die Stange fällt. Ein Abwurf. Es bleibt bei einem Abwurf. Der deutsche Maximilian Schmidt mit Chacon. Schmidt ist 26 Jahre alt, er ist mehrfacher deutscher Junioren- und junge Reitermeister und konnte schon Sieg und Platzierungen in großen Preisen feiern. In Bayern betreibt Schmidt zusammen mit seinen Eltern eine eigene Anlage. Die meisten seiner Turnierpferde sind aus eigener Zucht. Ein sehr schöner zweiter Umlauf von Maximilian Schmidt. Bleibt er 0, kann er in Führung gehen. Aber ein Abwurf am letzten Hindernis. 4 Fehler für Maximilian Schmidt und Chacon. Als letzter Reiter startet Dieter Köfler mit Azkaban. Auch die beiden verzeichnen 0 Fehler im ersten Umlauf. Der Kärntner konnte heuer die Casino Grand Prix Serie, Österreichs höchste Springserie, gewinnen. Da bleibt Azkaban fast in der Luft über den Ochser stehen. Dieter Köfler hat alle Hände voll zu tun. Es bleibt bei den einen Abwurf für den Kärntner mit Azkaban. Damit gibt es einen überraschenden Sieg des deutschen Lawrence Green vor Hugo Simon und den Niederländer Jur Vreeling. Lawrence Green kann sich über eine Siegprämie von über 6.000 Euro freuen. Die nächste Möglichkeit gibt es Anfang Oktober 2017 beim CSI Wiener Neustadt. Fantastisches Turnier gehabt, die Pferde sprangen sehr gut. Und ich muss sagen, die organisieren das Turnier hier abnormal gut. Und so langsamerhand kenne ich meinen Platz hinter der Hugo Simon. Ich muss sagen, ich hatte mir am
Donnerstag eine Zerrung zugezogen. Die Hüfte war ausgerenkt. Und da war ich heute ein bisschen das vorsichtig angegangen, aber das war zu vorsichtig. Und ich habe mich geärgert, dass ich im Stechen nicht voll angreifen konnte. Aber gut, 2-0 Runden war auch schön. Der Hugo ist eine Ausnahmeerscheinung. Also, dass man mit 73 Jahren über so einen großen Preis so drüber reiten kann. Und man muss auch sehen, der Hugo Simon ist gestern den ganzen Tag im Bett gelegen. Er hat sich auf der Hüfte verletzt, ja, wurde eingerenkt von einem Chiropraktiker. Und ich habe dem Hugo aber angesehen, als er eingeritten ist und das Adrenalin langsam in seinen Körper gekommen ist. Der fühlt jetzt keinen Schmerz mehr. Der denkt nur daran, dass er gewinnt. Und dass er bei so einem Starterfeld dann doch den zweiten Platz erreicht, ist wirklich bemerkenswert. Und ich habe es ihm auch bei der Siegerehrung gesagt, es ist jedes Mal eine Freude, ihm zuzusehen, weil es eine Eleganz gibt, ja, wenn er durch den Parcours fegt. Und das Publikum honoriert das auch. Und wenn man das gesehen hat, die Aufmerksamkeit der Zuschauer war eher beim Hugo Simon als beim Sieger, weil er einfach ein Sympathieträger ist. Ja. Und deshalb ist er auch sehr, sehr gerne bei uns zu Gast. Und deshalb werden wir im nächsten Jahr versuchen, wieder zu gewinnen. Ob es ihm körperlich noch so gut geht, werden wir sehen. Aber wir werden es auf alle Fälle probieren. Nachdem es ja die Woche für mich hier nicht so gut lief und ich mir jetzt heute nicht ausgemalt hätte, dass ich gewinnen kann, was wir halt auch, Jo Frehling, Hugo Simon, tolle Leute. Ich bin Parcours abgegangen, habe mir gedacht, ich mache einfach jetzt mein Ding, mein Pferd ist gut drauf. Und nachdem mir die erste Runde 0 gelungen war und ja, dann habe ich mir eigentlich nicht mehr viel gedacht, sondern einfach nur das irgendwie gut machen, dass am Ende dann der Sieg rauskam. Hätte ich auch am Anfang nicht gerechnet damit. Und von dem her freue ich mich umso mehr. Der Lohn, ein riesengroßer Pokal. Wie transportieren Sie den heim? Ich trage den einfach nach Hause.